Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Heute geht's weiter mit dem Osterspecial und zwar dem Teil Nummer 4. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich diese Oster-Schoko-Cupcakes mit einem Vanille-Pfirsich-Frosting gemacht habe. Bevor wir mit den Zutaten für die Cupcakes beginnen, habe ich mir ein paar Stunden zuvor kleine Nutella-Häufchen gemacht. Die habe ich dann später in den Gefrierschrank gestellt und habe die fest werden lassen. Die brauchen wir dann für die Füllung. Für 12 Cupcakes brauchen wir folgende Zutaten: 140 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Salz, 75 Gramm Butter, 100 Gramm braunen Zucker und 75 Gramm normalen Zucker, ein Ei, einen halben Teelöffel Vanilleextrakt, 150 Milliliter Milch, 20 Gramm Kakao und eben die Nutella für die Füllung. Im ersten Schritt habe ich mir die Butter mit dem braunen Zucker in der Rührschüssel etwas aufschlagen lassen, habe dann den normalen Zucker und das Ei dazugegeben, außerdem die Prise Salz und den Vanilleextrakt und lasse mir das Ganze jetzt schaumig aufschlagen. In der Zwischenzeit habe ich mir dann die trockenen Zutaten gemischt und gebe das dann abwechselnd mit der Milch in die Rührschüssel dazu. Hierzu stelle ich mir dann die Geschwindigkeit von der Küchenmaschine etwas kleiner und lasse das auch nur ganz kurz unterschlagen und mache dann den Rest mit dem Teigspatel, damit ich mir eben nicht zu viel Luft aus dem Teig raushole. Dann beginne ich auch schon mit dem Füllen der Cupcake-Förmchen. Und zwar gebe ich mir im ersten Schritt zuerst circa ein Drittel in die Förmchen hinein. Leg dann die gefrorenen, vorbereiteten Nutella-Stückchen drauf und bedecke das dann so weit, dass ca. 3/4 der Cupcake-Förmchen gefüllt ist. Das Ganze backt ihr jetzt bitte bei 175 Grad ca. 18 bis 20 Minuten. Vergesst hier nicht die Stäbchenprobe. Alternativ könnt ihr das Ganze natürlich auch statt mit den Nutella-Stückchen mit so kleinen Nougat-Eiern füllen zum Beispiel. Das ist sicher auch sehr lecker. Ja, und während das Ganze jetzt im Backofen ist, bereiten wir das Frosting vor. Und dafür benötigen wir folgende Zutaten. Und zwar sind das 200 Gramm weiche Butter, 450 Gramm Puderzucker, eine Prise Salz, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Teelöffel Pfirsichextrakt und 100 Milliliter Schlagobers bzw. Sahne. Statt dem Pfirsichextrakt könnt ihr natürlich auch einen anderen verwenden oder ihn ganz weglassen, wie es euch beliebt und worauf ihr gerade Lust habt. Im ersten Schritt gebe ich mir die weiche Butter in die Rührmaschine und gebe dann löffelweise den Puderzucker dazu. Das nimmt einige Zeit in Anspruch, weil hier ganz wichtig ist, dass ihr immer wieder abwartet, bis der Zucker gut untergerührt ist und dann erst die nächste Menge dazu gebt. Dann kommt noch der Vanilleextrakt und der Pfirsichextrakt dazu, außerdem noch die Prise Salz und ganz zum Schluss kommt eben der Schlagobers dazu. Das gebe ich mir auch schlückchenweise in die Masse, lasse das immer wieder gut aufschlagen, dass das wirklich gut eingebunden ist. Ich habe mich ja dazu entschieden, die Cupcakes in 4 verschiedenen Versionen zu machen. Für die erste Variante habe ich mir jetzt Marshmallows in der Hälfte geteilt, habe hier so einen roten Zuckerstreusel, wo ich die geschnittene Seite eintauche. Das ist ein bisschen klebrig, das bleibt von ganz alleine haften. Und streiche mir meinen Cupcake dann mit diesem Frosting ein, setze mir die Öhrchen drauf,
habe dann Smarties als Nase verwendet und mir eine dunkle Kuvertüre geschmolzen, in eine kleine Spritztüte gefüllt und zeichne mir mit der dann die Augen und die Schnurrbarthaare auf. Und so ist meine erste Version schon fertig. Süß, oder? Für meine zweite Version habe ich mir dann ein wenig von dem Frosting in eine Schüssel gegeben, färbe mir das jetzt mit grüner Lebensmittelfarbe. Ich habe mir wieder zwei verschiedene Grüntöne ausgesucht, vermische mir das gut und gebe mir das dann auf ein Stück Frischhaltefolie, das ich mir dann einrolle und in einen Spritzbeutel gebe und mit dem dann auf meinen Cupcake drauf dressiere. Leichter hätte ich mir getan, wenn ich den Cupcake vorher ganz dünn mit meinem Frosting eingestrichen hätte, dann hätte mir die Creme von Haus aus leichter gehalten. Aber ja, ich habe mir das Ganze dann mit so kleinen Sachet-Eiern verziert und habe mir dann einen kleinen Schmetterling hineingesetzt. Wer mein Video von der Zahlentorte gesehen hat, gesehen, wie ich das gemacht habe. Und da habe ich noch einige Schmetterlinge über und hatte eben die Idee, dass ich das hier verwenden könnte. Meinen dritten Cupcake habe ich dann wieder mit dem Frosting eingestrichen und hier seht ihr jetzt, was ich euch gestern versprochen habe mit den Osterkeksen, die wir gemacht haben. Und zwar habe ich mir hier nur so einen grünen Zuckerstreusel genommen, habe den drauf gestreut und habe dann ein Kükenkeks hineingesetzt. Ich finde das total niedlich. Den vierten Cupcake habe ich auch mit meinem Frosting bestrichen und habe nun so, so Gummischnüre sind das, das nennt sich Ostergras, drauf drapiert, sage ich jetzt mal. Habe dann so kleine Zuckerblumen genommen, habe das damit verziert und auch so kleine Dragee-Eier. Und habe dann zum Schluss so ein Fondant-Ei draufgegeben und eine kleine Blume. Und zwar ist die aus Esspapier. Also das, ihr seht, das sind alles Sachen, die ihr ganz leicht im Supermarkt bekommt. Und das sind ja hier nur Beispiele, die ich euch zeige. Ihr habt ja da wirklich viele, viele andere Möglichkeiten, eure Cupcakes zu verzieren. Würde mich echt freuen, wenn ihr das nachbacken solltet. Schickt mir doch bitte Fotos. Ich bin wirklich gespannt, auf welche Ideen ihr da noch gekommen seid. Ja, und so sehen die vier kleinen Exemplare jetzt aus. Ich finde sie alle vier süß. Ja, meine Lieben, das war's für heute mit dem Osterspecial. Morgen geht es dann weiter mit dem Teil Nummer 5. Wenn euch der Film gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Gerne könnt ihr mir natürlich in der Infobox hier Kommentare hinterlassen oder kontaktiert mich ganz einfach auf Facebook. Schickt mir eure Fotos, würde mich ganz besonders freuen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht schon getan habt. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Für heute wünsche ich euch alles Liebe. Ciao, ciao, ihr Süßen. Baba.